Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Cäsar 4 und wir haben eine entfernte Schlacht gewonnen. In Hippurigius sind jetzt bald unsere Kohorten wieder zurück. Beim letzten Mal ist alles in Flammen aufgegangen. Ich hoffe, das wird heute nicht nochmal passieren. Das würde ich doch sehr gut heißen. Schauen wir einmal, wie sieht es mit unseren Nahrungsvorräten aus. Gar nicht so spitzenmäßig. Ich würde sagen, da müssen wir nochmal ein bisschen... bisschen gegensteuern und noch mal ein paar Gemüsefelder bauen. Die Horten sind zurückgekehrt, sehr schön. 3, 4, 5, 6. Gemüsefarm. Zack. Wobei, es ist ein bisschen sehr weit weg hier hinten, ne? Kann ich hier nicht irgendwo noch einen Weg setzen? Ich habe wieder mich hier völlig verbaut. So, Gemüsefarm. 1, 2, 3. Weil wir haben hier eigentlich. Muss man auch sehen. Es ist Juni, wir haben wieder relativ wenig Geld. Wir müssten es dringend schaffen, weitere Transportrouten aufzubauen. Das Schlimme ist halt, dass wir das Eisen immer importieren müssen. Und eigentlich auch halt Holz. Ich verstehe gerade mehr Eisen als Holz. Einfach aus dem Grund, weil wir Rüstung wieder verkaufen können. Und verkaufte Rüstungen sollten eigentlich ganz viel Geld geben, hoffe ich zumindest. Kann ich mal irgendwas Einfaches verkaufen? Wünscht Waffen. Wünscht sich gar nichts. Wünscht sich Olivenöl. Könnten versuchen, Olivenöl zu produzieren, zumal die auch Olivenöl haben wollen. Ja, ich glaube, das sollten wir machen. Ich glaube, das sollten wir gleich angehen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Könnten hier einfach mal ein bisschen Olivenölproduktion anregen. Müssen wir jetzt erstmal den Weg da hinten anbauen. Können wir überhaupt Olivenöl anbauen? Eben eine andere Frage. Ja, können wir. Mars Wohlwollen, sehr schön. So, wenn wir das gebaut haben, haben wir eigentlich kein Geld mehr. Gut. Naja, dann warten wir jetzt noch ein bisschen, bis wir wieder Geld haben, bevor wir weiterbauen können. Oder damit wir weiterbauen können. Leider ist schon wieder August, das heißt 75 exportiert, wir auch, dürfen nicht weiter importieren, wir sind nämlich schon wieder im Minus. Ein bisschen Rüstung währenddessen einfach exportieren. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht zu viel Eisen importiere, weil sonst sind wir halt wieder im Minus, so wie es jetzt der Fall ist, und das ist nicht gut. Absolut nicht. 3 Rüstungen liegen aber hier, falls wir die verkauft bekommen, das ist der Fall, sind wir wieder wenigstens ein bisschen positiv. Jetzt sind wir wieder negativ. Mal wieder hier was biegen. Das wird dann nicht. Merkwürdig. So, das Eisen wird abtransportiert. Das können wir nämlich immer noch gut verwenden, tatsächlich. So, das legen wir still. Die Kämpfer sind nicht vollständig hier, aber können wir nicht ändern. Wir brauchen gerade die Rüstung zum Export. Ich hoffe, dass sie hier auch entfernt wird. Wahrscheinlich nicht. Alle Verbrecher sind über Nacht verschwunden. Das hört man noch gerne. Jetzt sind hier 9 Waffen drin. Und jetzt haben wir einen Sandsturm. Warum werden die Waffen nicht exportiert? Wird viel besser. Alles voller Sand. November. Dezember. Und im Januar können wir endlich wieder was machen. Weil ihr Name in Rom genannt wird, nimmt kaum jemand nichts davon. Das ist wir echt haben schlecht nicht für genügend uns. Arbeit. Rom unser sieht Ansehen ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Dadurch, dass wir halt Schulden haben. Und Wohlstand natürlich auch, aber das ist eine andere Geschichte. Darum geht es uns jetzt ja noch gar nicht. Wir müssen dringend mehr Geld. Unsere nächste Investition wird auf jeden Fall sein. Oh, das ist eine Stadt. Oh, oh nein. Jetzt finden wir wieder alles an, weil wir wieder kein Geld haben, um die Sachen zu bezahlen. Jetzt haben wir Geld, um die Sachen zu bezahlen. Jetzt ist es schon wieder nicht mehr da. Jetzt finden wir hier einfach alles an. Leute, das löst das Problem nicht. Das löst einfach unser Problem nicht, wenn ihr einfach alles anzündet. Schon gar nicht eure Häuser. Ja, brennt halt alles nieder. Können wir vielleicht auch mal irgendwann Sachen exportieren? Warum kommen denn hier nie Schiffe? Das ist doch blöd.
wenn jetzt hier wieder alle Glasbahnen exportiert sind, sollten wir wieder 1500 Wesen haben. So, währenddessen... Währenddessen brennt hier wieder alles. Brennt hier wieder alles runter. Oh, Leute. Ja, zündet einfach alles an. Ihr habt vor allen Dingen wieder euren Lohn. Jetzt habt ihr einfach den Schrein des Jupiters angezündet. Das wird euch Jupiter nicht vergessen. Ja. Das ist doch alles hier ein Schwachsinn. Immerhin habe ich jetzt wieder ein bisschen Geld. Was ich jetzt nicht direkt ausgeben werde, sondern ich werde es jetzt erstmal sparen, solange bis das Feuer hier gelöscht ist. Jupiter's Zorn. Ja, toll. Eine Wartung. Ja, Feuer wütet in der Stadt. Ich hab's verstanden. Ich seh's. Kann es aber nicht ändern. Ihr hört halt nicht auf, es anzuzünden. Ich muss auch warten, bis die hier aufhören, sonst zünden die sich, glaube ich, immer weiter an, ne? Nee, das ist auch schon wieder Geschichte hier. Hier gibt es noch einen Nahrungsmittelmarkt. Alles. Aber nach militärischer Unterstützung sollte gehen. Es hat aufgehört zu brennen. Mein Glück. So. Hier brennt noch ein bisschen was. Ich hoffe, dass das jetzt gleich in Ordnung ist. So. Olivenhain. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Olivenfarm. 1, 2, 3. Rente Schlacht gewonnen. Sehr gut. Dann wollen wir hier Olivenölfabrike bauen. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, dass wir immer ganz schön viel Olivenöl hatten. Deshalb brauche ich jetzt auch nochmal viel Fabrike. Wir wollen das natürlich auch wunderbar exportieren. Und das können wir auch in mehrere Regionen hin exportieren. Auch das ist klasse. Und zwar 16 Stück und dann noch ein Öl. Auch 16. Eventuell werden wir das noch ein bisschen abändern. Ich denke, wir werden das sogar abändern. Lagerhaus. Öl. Ja, jetzt fängt es hier wieder an zu brennen. Also, ich verstehe es nicht. Einfach alles fängt hier direkt Feuer. Kein Rohmaterial. Sollte sich gleich gelöst haben. Vielleicht fängt hier einfach alles nur schneller Feuer in dieser Region. Ich schiebe das jetzt einfach mal darauf, dass wir in dieser nordafrikanischen Regionen sind, wo es sehr, sehr heiß ist. Da fängt bestimmt alles früher an zu brennen. Daran wird es liegen. So. Zack. Zack. So, mehr als 25 da einzulagern, ist ja sowieso Quatsch. Das wird jetzt vor dem neuen Jahr nichts bringen, aber immerhin. Es sind Handelsrouten verfügbar, die unserer Stadt zum Vorteil gereichen würden. Ja, machen wir auch erst. Wir machen erst hier die neue Route nach Ägyptus. Das hat zwar jetzt auch schon wieder sau viel Geld gekostet, aber egal.
So, die Frage ist, ob wir noch mehr Olivenöl tatsächlich produzieren müssen. Wahrscheinlich schon, ne? Und da produzieren wir gut Olivenöl. Nein, wir verteilen es auf unserem Markt, aber das ist kein Rohmaterial. Okay, wir brauchen mehr Olivenfarmen. Ich meine, das ist ja auch kein Problem. Können wir ganz einfach machen. Unsere Olivenfarm jetzt hier verdoppeln. Nochmal drei weitere. Olivenfarm. Eins. Okay, da ist natürlich wieder nichts hin. Zwei. Drei. Oh nein. Jetzt sind wir wieder pleite. Weil ich nicht aufgepasst habe. Örtlicher Aufstand, okay. Naja. Muss man gleich mal wieder Waffen produzieren. So, jetzt haben wir jetzt wieder Geld. Januar oder Februar. So, wir brauchen jetzt tatsächlich noch weitere Fabrikate, oder? Oh, das sind ganz schön viele Kavallerien hier, der Karthager. Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Nos per moveo! Marschiert los! In per moveo. Wir haben zum Glück ganz viele Experten und erfahrene Kämpfer. Nos per moveo. Sollten wir hier mal reinzugehen. Denn die sind natürlich am schnellsten, aber die haben immer zweimal Pferde. Muss hier nicht auch noch was sein? Und hier sind tatsächlich auch noch welche. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Dem Bauernhof. Hallo. Ja, aber es ist eine trockene Hitze. Nos per moveo! Wollt ihr weiter anlaufen? Was greift ihr denn hier an? So schön Gemüsefarm. Ja, echt, dann gibt's ein bisschen schöner. Das ist auch noch ein Glück. Ich kämpfe jetzt einfach hier mitten über unseren Feldern. Rom verlangt mir das schon unterstützen. Können wir bald machen. Aber erst müssen wir selber machen. Das ist aber falsch. Sie können sich alle nach Hause zurückziehen. Ich hoffe, hier wird es gelöscht. Ja, das sieht gut aus. Und 1162 Denari ist jetzt nicht so viel, ne? Wir sollten jetzt eigentlich auch das erste Olivenöl verkaufen. Fisch. Und da noch ein bisschen mehr Geld machen. Dann können wir jetzt hier gleich weiteres Eisen einkaufen. Ein bisschen mehr Geld wir schon noch haben als 1500. Sonst sind wir hier gleich. Also Mai ist ja auch noch relativ Zeit. Oder relativ früh im Jahr. Gut, jetzt schon fast bei der Hälfte, aber naja. So, also ein bisschen Olivenöl wird jetzt, glaube ich, schon exportiert. So, das ist ein totales Punkt. Das sagt Mars, großes Wohlwollen ist doch klasse. So, jetzt kaufen wir wieder Eisen ein und wir kaufen auch Nutzholz ein. Aber bitte nur eine bestimmte Menge. Nicht, dass wir direkt pleite sind. Ich denke, das sollten wir akzeptieren können hier 24. Ich müsste allerdings direkt nach dem Einkauf das Ganze wieder nehmen. 2000. So, jetzt haben wir es tatsächlich geliefert bekommen schon. Die ersten 12. Okay. Noch gut leben tatsächlich.
Auch wenn noch eine zweite Ladung davon ankommt, können wir damit gut leben. Aber danach müssen wir aufpassen. Wir verkaufen jetzt doch, wir können einfach weiter Rüstung verkaufen. Dann machen wir eine Rüstung auf Lager. Ich muss jetzt halt nur die langsam mal wieder aufstocken. Die kämpfen zwar immer spitzenmäßig und verlieren kaum Männer, aber ein bisschen was halt dann schon. Ja, so sieht das doch gut aus. Wieder ein Sandsturm. So bekommen wir auf jeden Fall hier einiges an Holz, einiges an Eisen. Das heißt, das können wir weiterverarbeiten. Sollte jetzt gleich Waffen bekommen. Das sind Waffen schon wieder. Das heißt, wir können euch wieder aufmachen lassen. Dann solltet ihr die Waffen hier geliefert bekommen. Wieder rekrutieren können. So. Zu, wenn wir die werden. 1500 haben wir schon wieder nur noch. Oh, hier müssen wir übrigens auch definitiv die Fabriken haben. Verbrecher verschwinden von der Straße. Klasse. Könnt auf jeden Fall alle noch Olivenöl herstellen. Die Oliven, die wir hier alle noch liegen haben. So, jetzt haben wir wieder wenig Geld. Aufpassen. Ein Import. So, und hier sollten wir aktuell weiter noch rekrutieren können. Soldaten habe ich. Ja. Gut aus. Jetzt ich bin so etwas wie ein Kuppler. Okay. Ich verkupple Vorräte mit der Nachfrage. Okay. Wir dürfen verschwinden, heißt es, es kommen neue Leute hier dazu. Das ist doch ganz gut. So, muss ich auch sagen, die wird auch wieder aufmachen. Nicht zu viel importieren. Bitte. Genau. Nichts mehr importieren gerade, weil wir haben hier genug Vorräte. Warum kommt hier so viel Holz rein? So, jetzt ist das Eisen ziemlich geschmolzen. Holz haben wir noch ganz schön viel. Liegt aber natürlich auch daran, dass wir hier viel Holz gar nicht verbrauchen. Und das brauchen natürlich nur die Waffenfabriker. Und nicht die Rüstung. So, also können wir wieder einkaufen. Dann brauchen wir uns wieder ein bisschen was. Jetzt haben wir noch genug auf Lager. So, Olivenöl wird währenddessen hoffentlich gleich weiter exportiert. Ja, sieht auch gut aus. Glasbahn haben wir immer noch Unmengen. Also überhaupt nicht in dem Maße brauchen, wie wir es müssen. So, ich würde sagen, wir holen uns mal eben gerade die weiteren Schreine. Merkur. Hier ist Bacchus. Rom verlangt militärische Unterstützung. Können wir schaffen. Schlecht tatsächlich. Oh, oh. Naja gut, dann rufen wir doch nochmal einen weiteren Kavalleriehilfstrupp, den wir ausbilden lassen wollen. Die Eisen kommt an, Holz auch. Wir brauchen wieder ein bisschen Holz. So. Ich finde es interessant, dass in dieser Mission hier überhaupt keine Schiffe anlegen. Normalerweise sieht man doch immer die Schiffe, die hier hinkommen. Und hier mal nie. Hier ist einfach mal das Eisen irgendwann da. Und das Holz. So, jetzt ist allerdings gerade beides nicht mehr da. Jetzt aber wieder. Zack, zack. Weiter produzieren. Wir können beides brauchen. Jetzt kommt wieder relativ viel Holz an. Das heißt, wir können beim nächsten Mal wieder eine Holzbestellung auslassen. Also eine Bestellung holen wir uns noch rein. Zack, dann kommen wir das Holz wieder raus. Eisen kann allerdings weiterkommen.
könnten natürlich das Ganze auch noch weiter erhöhen. Wir machen auf jeden Fall jetzt nochmal ein zweites Lagerhaus hier hin tatsächlich. Das können wir uns schon erlauben. So. So viele, die nichts annehmen außer Nutzholz. Und machen wir anders, wie viele nichts annehmen außer Eisen. Nichts außer Nutzholz. So, jetzt holen wir uns weiter davon von beiden was. Sollten jetzt ordentlich Waffen produzieren können. Hier sind gerade schon 20 auf Lager. Rüstung kommen dazu. Jetzt nehmen wir eine einfache Infanterie, leichte Infanterie. Davon können wir nämlich eigentlich ziemlich viele direkt rekrutieren, denke ich. Brauchen ja keine Rüstung für. So, und Rüstung exportieren wir tatsächlich aktuell nicht mehr. Die nutzen wir jetzt selber für uns. Denn die brauchen wir aktuell. Stattdessen können wir mal. 1500 ist natürlich viel, machen wir trotzdem. Den Handel eröffnen. Und hier noch einen Handelshafen hinsetzen. Und jetzt wüsste, wie rum er müsste. Ups, einmal zu viel gedreht. Schauen, geht's hier? Nö. Hier auch nicht. Das ist natürlich blöd. Muss hier irgendwo machen vielleicht. Das ist nicht nah genug ran. So weit weg, aber gut. So, Straßen tatsächlich. So, jetzt müssen wir eben aufpassen. Ich habe das Gefühl, wir importieren wieder zu viel. Ich habe schon viel Geld verloren. Vor allen Dingen brauchen wir kein Holz mehr. Holz haben wir genug. Wir haben kein Rohmaterial, weil wir zu wenig Eisen bekommen. Aber Eisen ist jetzt auch schon hier am Limit tatsächlich. Mehr Eisen dürfen wir nicht haben. Dieses Jahr. So, was wir hier allerdings mal eben machen dürfen, ist einmal Waffen verkaufen. Dafür sollten wir ziemlich viel Geld bekommen. Während hier weiter rekrutiert wird. Die leichte Infanterie ist schon wieder vollständig ausgebildet. Es sind Handelsrouten verfügbar. Wir haben noch eine ausstehende Bestellung, die bald erledigt werden muss. Oh, oh, schlecht. 5 afrikanische Schwerinfanterie ist natürlich auch heftig. Was ist, wenn wir das nicht erfüllen? Bei Nichterfüllung verlieren sie Ansehen. Was haben wir für ein Ansehen? 39. Für das Prestige unserer Stadt müssen wir mehr Ansehen in Rom erlangen. Das ist nicht so gut. Ja, da müssen wir definitiv noch mehr bekommen. Name in Rom genannt wird und kaum jemand Notiz davon. So, bitte wieder keinen Einkauf, weil viel Geld haben wir nicht. So, Waffen haben wir inzwischen scheinbar gut exportiert, so wie es aussieht. Ja, so. Lassen wir jetzt auch wieder sein, denn wir brauchen weitere Waffen. Aber das war eine schöne, gute Finanzspitze gerade mal. Ja, ist halt schlechte Chancen. Ich weiß nicht, ob wir das riskieren sollen. Ich glaube eher nicht. Tatsächlich. Wir brauchen mehr schwere Infanterie. Jetzt mal extra hier so ein bisschen Platz, damit wir hier nochmal einen Weg zwischenlagen können. Vielleicht nochmal mehr ausbilden zu können. Nichterfüllung verlieren sie Ansehen. Ausgeglichen immerhin. Na ja, komm, losschicken. Wollen wir hoffen, dass es geht. Oh. Nach erfüllendem Ansehen zu erlangen. Okay, da brauchen wir also nicht mithelfen. Naja, sind wir mal gespannt. Vielleicht haben wir unsere Legion Glück. Wir werden es erleben, sonst wird das sehr teuer für uns.
So, gibt's noch irgendwas, wo wir uns noch mehr Geld von holen können? Fürchte nicht, ne? Glaswaren, sich halt Rüstung, Waffen. Die wünschen sich gar nichts und die wünschen sich Olivenöl. Wie sieht's denn eigentlich mit der Olivenölproduktion aus? Das sollte eigentlich ganz gut laufen, oder? Das läuft ja bombastisch tatsächlich. Wir haben so viel Olivenöl, dass man sich fragt, warum hier nicht mehr exportiert wird. Ja, wir sind doch gerade erst schon noch mit unseren Legionen unterwegs. Was holt ihr noch alles von uns? Kämpft außerhalb. Ihr kämpft nicht außerhalb. Ihr könntet deshalb nochmal euch deutlich ausbilden hier. Jetzt braucht ihr aber noch eine Rüstung, ne? Wir haben gerade, glaube ich, gar kein Eisen. Also kaufen wir Eisen ein. Ganz viel. Wir haben auch genug Geld dafür. Da ist das erste Eisen wieder. Zack. Jetzt wird wahrscheinlich genug Waffenproduktion gepackt. Wir haben euch auch mal eine Pause, denn wir brauchen eigentlich auch ein bisschen mehr Rüstung. Das ist eigentlich gerade etwas wichtiger. Ich will das Eisen dort hinten hin. Wir müssen uns mehr um die... Im Augenblick sind keine feindlichen Bedrohungen der Stadt bekannt. Dienst eingefordert. Im Augenblick sind keine feindlichen Bedrohungen der Stadt bekannt. Kämpft außerhalb. Naja, das würde ich jetzt gerne auch noch abwarten. Und ich sehe gerade, ich muss dringend die Folge beenden. Da ich aber hier nach einer Aufnahmepause machen werde, würde ich jetzt gerne noch eben abwarten, wie das mit dem Kampf ausgeht. Wenn ich ehrlich bin. Deshalb warten wir jetzt nochmal eben hier, zumindest bis Jahresende. Vielleicht haben wir dann mal gehört, was in dieser Schlacht so abging. Also können wir schon wieder nicht mehr für dieses Jahr importieren. Ich will hier maximale Menge importiert. Das finde ich ärgerlich mit dieser maximalen Menge immer. Auch vor allen Dingen für den Export ist das schrecklich. Also wir könnten so viel mehr Glaswaren verkaufen. Bacchus Wohlwollen, zusätzlicher Lippus, okay. Apropos Wohlwollen, wir müssen halt beim nächsten Mal Augenblick unsere Wertung. Der kulturelle Standard erhöhen. In unserer Stadt Kultur, muss Wohlstand, verbessert werden. Sicherheit. Ja gut, Ansehen ist natürlich so eine andere Geschichte. Aber da müssen wir uns dann beim nächsten Mal definitiv drum kümmern. Jetzt, wo wir ein akzeptables Einkommen generieren können und auch unsere Armeen immer größer werden, so wie es aussieht aktuell. Zwei Rüstungen haben wir eigentlich. Auch gerne ausliefern hier an den Rekrutierungsposten. Ah, Kiris hat die Felder über Nacht reifen lassen. Passt ja. Wir schaffen hier mal so eine Abkürzung. Vielleicht wird die eher genutzt, ne? Weitere Rüstung. Rüstungen sind immer gut. Erstensweise auch schon hier. Hier sind auch schon weitere ausgebildet. Wir haben jetzt schon Oktober und wir haben immer noch nichts von unseren Legionen gehört. Oh oh. Das scheint auf jeden Fall eine langwierige Schlacht zu sein. Hm. Oh, noch militärische Unterstützung. Ja, witzig. Hier, bei zwei Bogenschützen ist gar nicht so viel. Tatsächlich. Das würden wir normalerweise locker schlagen können, wenn denn mal unsere Armeen zurückkämen. Aber sie kommen nicht zurück. Ich meine, wenn sie dann, also, wenn er jetzt stünde, unsere Legionen sind im Kampf gefallen, das wäre natürlich sehr, sehr fatal. Aber immerhin könnten wir dann neue aufbauen vernünftig, während wir so ja einfach nur warten müssen und irgendwie nichts passiert. Das ist ein bisschen merkwürdig. Holz, was? Da ist gar nichts mehr. Holz noch Waffen, noch Eisen, Waffen herzustellen. Da haben wir ganz viel Kleidung, wenn das alles nichts bringt.
Ja, wir haben tatsächlich Januar und es ist immer noch nichts passiert. Gut, ich würde sagen, jetzt noch ein Wunder geschieht, dann sind wir unsere Armeen weg. Aber die können auch kein ganzes Jahr, ja noch, wobei so eine Schlacht dauert schon ein Jahr, ne? Kann jetzt nicht noch eben diese Nachricht kommen, sie sind wohlbehalten zurückgekehrt. Ich mach mir doch Sorgen um meine armen Legionen. Tja, ne? Das ist ja sehr, sehr merkwürdig. Wir müssen uns... Im Augenblick sind keine feindlichen Bedrohungen der Stadt bekannt. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Forderung und verlangt. Erfüllung Ansehen. Bei Nichterfüllung verlieren sie Ansehen. Tja. Das ist ja alles ein bisschen blöd. Nicht wahr? Wörtliche Aufschwung. Klasse, jetzt kommen die auch noch dazu. Schwere Infanterie. Aber die müssen doch jetzt langsam mal zurückkommen. Ich meine, ich kann halt noch weiter rekrutieren, wie gesagt. Ist ja gut und schön, aber... Es ist an der Zeit zu kämpfen, na klasse. Können wir uns auch nicht freikaufen von, ne? Ja, und alle unsere Armeen sind halt weg. Wir haben halt einen Trupp nicht erprobter schwerer Legionäre. Und das war's. Alle anderen sind nicht da. Leider einzeln die Leute abgraben. Was gut ist. Und wenn das mit der Abgrabung sind die noch Pferde? Sind die noch irgendwelche? Gegnerische Truppen? Nee, okay. Immerhin das haben wir geschafft. So. Rekrutierungsposten müssen wir eben wieder bauen. Das ist ja alles eine merkwürdige Geschichte hier. Naja, ich würde sagen, es kommt hier nichts mehr. Unsere Truppen sind irgendwie auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf einen anderen Aspekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss!